Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte mal wieder richtig Lust, nur über Fantasy-Bücher zu sprechen und ein Video zu drehen. Und dann dachte ich, widme ich mich doch meinem Fantasy-Sub, meine Fantasy-Bücher auf den Stapel ungelesener Bücher. Und da das einige sind, dachte ich, mache ich einfach zwei Videos draus, damit ich auch ein bisschen näher auf die Bücher eingehen kann, ohne dass es irgendwie den Rahmen sprengt. Ja, wir fangen an, einfach querbeet. Das sind Bücher, die schon ziemlich lange drauf liegen oder auch gerade erst dazugekommen sind. Die ganz neuen, die jetzt diesen Monat dazu gekommen sind, habe ich jetzt rausgelassen, weil ich da ein extra Neuzugänge-Video zumachen möchte und damit sich das nicht doppelt, habe ich die erstmal außen vor gelassen. Aber es sind trotzdem genug. Ich habe für jedes Video sind das jetzt immer so 6, 7 Bücher. Und ich fange jetzt einfach an und greife mir das, was oben drauf liegt. Und zwar ist das Odins Kind von, wo steht's? Siri Pettersen, die Rabenringe-Reihe, ganz viele R's. Es ist, glaube ich, eine Trilogie, die bereits abgeschlossen ist und es kommt aus dem skandinavischen Bereich. Ich weiß gar nicht mehr, ist sie Norwegerin oder aus Finnland? Nee, aus dem Norwegischen ist das, genau. Und ich finde, alleine die Aufmachung ist schon ein bisschen anders und irgendwie sehr besonders. Es hat so diese tolle Optik und ja, ist irgendwie speziell und schlicht und besonders zugleich. Aber auch der Inhalt macht, finde ich, ziemlich viel her. Es ist bei mir eingezogen durch das Büchercasting, das ich ja gemacht habe. Und da habt ihr mir ja viele gute Tipps gegeben, auch im Fantasy-Bereich. Und das war der Jugendbuch-Fantasy-Sieger, ist ins Finale gekommen. Und ich möchte euch einmal vorlesen, was auf den Klappentext draufsteht. Hirka ist im Imsland aufgewachsen. Mit 15 findet sie heraus, dass sie ein Odinskind ist. Ein schwanzloses Wesen aus einer anderen Welt. Von nun an ändert sich alles in ihrem Leben. Sie wird verachtet und verfolgt. Aber das ist nur der Anfang, denn Hirka ist nicht die einzige Fremde, die es durch die Steintore nach Im verschlagen hat. Ja, es ist der furiose Auftakt der Rabenringe-Trilogie, das große nordische Bestseller-Epos über eine Welt voller Vorurteile, Mythen, Machtkämpfe und Liebe. Ihr fehlt etwas, das alle anderen haben. Das macht sie zu einem Mythos, einer Seuche, einem Menschen. Und ich finde das so spannend, weil normalerweise sind ja, ist es irgendwie so ein bisschen andersrum, dass die mythischen Wesen irgendwie das, als der Abschaum immer dargestellt werden oder als die Außenseiter. Und das jetzt hier ist eine Menschin in einem fantastischen Reich und sie ist jetzt eben die Außenseiterin dadurch, dass sie eben keinen Schwanz hat, wie man das jetzt hier drauf so schön sieht. Der ist auch, als wenn er hier irgendwie abgeschnitten wäre. Ja, man sieht auch, es hat eine wunderbare Karte. Also High Fantasy ist immer auf jeden Fall mit Karten immer gerne versehen. Und das mag ich an High Fantasy Büchern auch sehr. Es ist wohl eine Jugendbuchreihe, aber ich finde, es wirkt von der Aufmachung her schon irgendwie erwachsen. Vielleicht ist es so ein bisschen Coming of Age. Ich habe ja auch schon das erste Kapitel gelesen gehabt und da war es schon so richtig schön atmosphärisch eisig. Also mitten in einen Schneesturm werden wir da gesogen. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen eine Liebesgeschichte mit drin spielen und ich hoffe, dass es nicht zu sehr in diese Romantasy-Richtung geht, aber ich habe schon vieles Gutes davon gehört und ich finde halt auch toll, dass hier diese skandinavischen, nordischen Mythen, norwegische Mythen mit reinspielen, wo ich mich eigentlich auch gar nicht auskenne und wo es einfach mal ein bisschen was anderes ist. Und ich finde es auch toll, dass alle Teile schon raus sind und ich im Grunde sie abschließen kann, man nicht ewig warten muss, bis neue Teile rauskommen. Und ja, ich freue mich drauf und bin gespannt, was ihr dann vielleicht noch dazu zu sagen habt, wenn ihr die Reihe vielleicht schon kennt und ja, gelesen habt und dazu irgendwas sagen möchtet. Das nächste Buch ist von einem deutschen Fantasy-Autor, der eigentlich ja mit einer der bekanntesten deutschen Fantasy-Autoren ist. Und zwar ist das Markus Heitz mit seiner Uldart-Reihe, also Schatten über Uldart, Die dunkle Zeit. Das ist der erste Band. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es gibt. Schon ziemlich viele, glaube ich. Markus Heitz ist für mich immer noch so ein bisschen ein Angang, weil ich ihn als Person immer nicht so
in Interviews so sympathisch fand. Und dadurch schließt man irgendwie auf seine Bücher, was total blöd ist, weil er kann ja trotzdem super gute Bücher rausbringen. Aber ich wollte immer schon mal irgendwas probieren. Und dann hat mir Julia vom Leseritter mal dieses Buch hier zugesendet, weil sie das doppelt hatte. Und sie schwärmt ja sehr von dieser Reihe und findet besonders, dass der Protagonist eine ganz tolle Entwicklung macht und zu Anfang nicht so der typische Held ist. Das hat mich schon neugierig gemacht. Und es gibt auch eine ganz, ganz tolle Neuauflage von diesen Büchern, so ein ganz cooler Schuber. Ja, da bin ich jetzt wieder Verpackungsopfer. Aber im Moment zieht mich es überhaupt gar nicht zu diesem Buch. Ich will jetzt aber erstmal vorlesen, was hinten auf dem Klappentext draufsteht. Wird die dunkle Zeit zurückkehren? Kurz vor seinem Tod prophezeit ein Mönch, dass die dunkle Zeit den Kontinent Uldad erneut mit Leid und Zerstörung überrollen werde. Der verwöhnte Prinz Lodrik wird unterdessen in die Provinz gesandt, um die Stelle des Statthalters einzunehmen. Noch ahnt Lodrik nicht, dass er das Schicksal seiner Welt entscheiden wird, denn die dunkle Zeit droht zurückzukehren und er wird der Retter oder Zerstörer Uldads sein. Ja, so vom Klappentext muss ich sagen, finde ich, klingt das jetzt nicht unbedingt nach etwas sehr Besonderem. So ein bisschen das Typische. Aber das mit dem Protagonisten spricht mich schon an, dass der entweder der Zerstörer oder der Held sein wird und dass der halt eine besondere Entwicklung ausmacht und dass der halt so Ecken und Kanten hat. Das finde ich schon ganz cool. Aber im Moment, ja, es spricht mich nicht so an. Ich habe auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, das auszusortieren. Ja. Aber irgendwie möchte ich schon gerne ein bisschen mal was von Markus Heitz ausprobieren. Und irgendwie finde ich es auch immer schwer, Geschenke auszusortieren, wenn man irgendwie von jemandem das extra zugesendet bekommen hat mit einer Empfehlung dahinter. Deswegen fällt mir das besonders schwer und vielleicht probiere ich es einfach vielleicht auch mal als Hörbuch oder so, wenn es das gibt, um einfach mal so ein bisschen reinzukommen. Oder ich mache mal ein Try-A-Chapter, dass ich da mal die ersten 2, 3 Kapitel lese und mal gucke, ob mich das anspricht, weil ich meine, so viele sind Markus Heitz Fan und da muss ja eigentlich irgendwas hinter stecken und als Fantasy Fan muss man ja auch mal was von Markus Heitz gelesen haben, finde ich, jedenfalls mal ausprobiert zu haben. Eine etwas unbekanntere Reihe, wo ich aber richtig Lust habe, weil jetzt auch Teil 2 und Teil 3 schon erschienen sind und ich dadurch immer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde, auf die Reihe, dass hier der erste Band noch auf meinem Sub liegt, ist diese Reihe hier, Das Schwert der Totengöttinnen von Katharina V. Haderer. Ich mag dieses Cover sehr, es ist gleichzeitig düster, aber auch irgendwie magisch. Wer die Toten kontrolliert, herrscht über die Lebenden. Als Sergeant Eric Zane degradiert und ins Vorland versetzt wird, rechnet er mit Ereignislosigkeit und Langeweile. Doch dann erheben sich die Toten aus ihren Gräbern und greifen die Lebenden an. Die einzige, die mehr über die unheimlichen Vorgänge zu wissen scheint, ist die Alchemistin Mirage. Zane ist sicher, dass sie für die Angriffe verantwortlich ist und setzt alles daran, sie auf den Scheiterhaufen zu bringen. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss Mirage die Toten für immer zurück unter die Erde bringen. Weder Zane noch Mirage ahnen, dass die Toten nicht ihr einziger Feind sind oder nicht ihre einzigen Feinde sind. So macht es Sinn. Ja, und es soll irgendwie so eine Mischung aus Alchemistenmagie und Walking Dead sein, also ein bisschen Zombie-mäßig, also Zombie plus Fantasy, also sind wohl ja so Dark Fantasy, so Horror-Elemente mit eingebaut. Macht mich auf jeden Fall sehr neugierig. Ich glaube, nur so Zombie-Romane würde ich jetzt nicht unbedingt ansprechend finden. Kann auch mal interessant sein, so eine Apokalypse. Ich meine, Walking Dead habe ich auch sehr gerne gesehen, die ersten Staffeln. Aber wenn dann auch noch so eine Alchemistin mit drin vorkommt und Magie, das hat doch was. Und die Bücher sind sehr kurz und knackig und ich habe auf jeden Fall schon gute Bewertungen dazu gelesen und ich denke mal, da werde ich demnächst mal zu greifen, weil Band 2 und Band 3, wie gesagt, auch raus sind und ich glaube, die kann man mal schnell so eben weglesen. Mal gucken, ob das auch irgendwie humorvoll geschrieben ist, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, in welche Ecke ich das genau jetzt stecken soll, weil es für epische High Fantasy ist es einfach zu kurz. Ja, also die Mischung macht mich auf jeden Fall schon an. Ja, das nächste Buch ist ein weiterer High-Fantasy-Klassiker, das ein Must-Read eigentlich für High-Fantasy-Leser.
Und es wurde vor ein paar Jahren jetzt neu aufgelegt in neuem Gewand und da habe ich den zugeschlagen. Und das wird ein Projekt sein, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ist das die Kinder des Nebels, die Nebelgeborenen Band 1 von Brandon Sanderson. Von Brandon Sanderson habe ich bereits was gelesen, das war der Rhythmatist. Und das hat mir auch schon richtig gut gefallen, besonders das Magiesystem. Und das wird ja immer wieder von Brandon Sanderson behauptet, dass er gute Magiesysteme erschaffen kann. Und so ist es, soll es eben auch bei den Nebelgeborenen sein. Ich habe eine sehr gute Freundin, die diese Bücher sehr geliebt hat. Und viele, sehr, sehr viele schwärmen einfach davon. Und ich möchte die unbedingt jetzt bald erleben. Also ich habe jetzt ja erstmal so High-Fantasy-Projekte zu Ende gebracht. Den Dämonenzyklus von Peter W. Brett und Nevernight von J. Christoph bringe ich jetzt ja auch gerade zu Ende. Und dann wollte ich erst mit einem neuen High-Fantasy-Projekt weitermachen. Und das könnte sozusagen das nächste sein, was ich denn jetzt 2020 beenden oder anfangen, erstmal anfangen möchte und dann auch beenden. Ja, also da freue ich mich riesig drauf, weil ich im Rhythmatisten halt eben schon so einen Vorgeschmack bekommen habe, wie gut er Magiesysteme aufbauen kann und Worldbuilding betreiben kann. Und ich glaube, der Rhythmatist war ja auch eher ein Jugendbuch. Und wenn es denn so in den Erwachsenenbereich geht, da erhoffe ich mir natürlich noch mehr von. Ich glaube, das geht so in verschiedenen Metallen. Also Metalle haben da spielen da eine große Rolle. Aber mehr weiß ich im Grunde gar nicht. Ja, lesen wir einfach mal den Klappentext. Wenn der Nebel Kräfte weckt, ein roter Himmel, Asche, die das Land bedeckt, und unheimliche Nebel, die aus dem Boden emporsteigen, die Welt des letzten Reiches ist düster und unheilvoll. Der unsterbliche oberste Herrscher regiert mit eiserner Hand und unterdrückt das Volk der Ska'a als Sklaven. Jede Hoffnung scheint verloren, doch damit will sich Kelsier nicht abfinden. Der junge Ska'a ist einer der sagenumwobenen Nebelgeborenen und verfügt über die magischen Kräfte der Allomantie. Er versammelt eine Gruppe Rebellen um sich, um einen ungeheuerlichen Plan zu verwirklichen, den obersten Herrscher zu stürzen. Ist das letzte Reich vielleicht noch nicht verloren? Ja, so vom Klappentext finde ich, hört sich jetzt auch nicht besonders an, auch eigentlich ziemlich austauschbar, aber da der Name halt für sich spricht und man immer wieder tolle Sachen darüber hört und ich wiederhole mich, das Magiesystem, ich bin einfach sehr neugierig und ich finde die neue Ausgabe auch unglaublich hübsch und ja, also das steht auf meinem Fantasy-Sub auf jeden Fall sehr weit oben. Ja, eher weiter runtergerutscht in die nächsten beiden Bücher. Die gehören nämlich zusammen, weil es Band 5 und 6 sind, einer Reihe, die im Deutschen leider nicht weiter übersetzt wird. Und das hat mich sehr traurig gemacht, denn Band 1 und 4, 1 bis 4 habe ich sehr gerne gelesen und gehört mit zu meinen Lieblings-Fantasy-Reihen. Und die sind auch eher unbekannt und finde zu Unrecht. Ja, zu Unrecht. Ich musste gerade überlegen, ob das jetzt richtig war. Also ich finde, sie könnten viel bekannter sein, aber natürlich schreckt es die meisten ab, wenn man weiß, dass die nicht weiter übersetzt werden. Ich habe jetzt mir die Englischen geholt, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Aber dadurch, dass es Englisch ist und weil jetzt mein Englisch jetzt auch nicht so das Beste ist, ist natürlich auch so ein bisschen die Hürde etwas größer, zu diesen Büchern zu greifen, weil Lesen ja nur mein Hobby ist und es Spaß machen soll. Und wenn man dann immer so stocken bleibt, ist es natürlich blöd, obwohl ich da schon mal ein, zwei Seiten gelesen habe, um rauszukriegen, ob man das versteht, ob man da irgendwie durchkommt. Ja, die nächste Hürde wäre, dass ich halt die ersten vier Bände nochmal lesen wollen würde, weil ich einfach auch viel vergessen habe, um da wieder gut reinzukommen in diese Bücher. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf und ich freue mich auch tatsächlich auf dieses Reread, dieses Neuerleben der Reihe. Aber es kostet natürlich Zeit, bis man dann endlich zu Band 5 und 6 kommt. Das sind die beiden übrigen. Und zwar ist das einmal Firebrand und Mirrorsight von Kristen Brittain. Ich liebe die Cover. Ich bin allerdings auch ein Pferdemädchen. Keine Angst, sind jetzt keine typischen Pferdebücher. Sie heißt zwar die Reiterreihe oder der Grüne Reiterreihe, aber es sind keine Mädchen-Pferdebücher. Es ist wirklich High Fantasy. Es geht um Kerrigan und Kerrigan ist im Moment so ein bisschen in ihrer Trotzphase. Sie hat sich geprügelt oder irgendwie gestritten auf der Schule und läuft davon. Und sie trifft auf den Weg
nach Hause auf einen grünen Reiter. Und das sind Boten des Königs, die halt wichtige Nachrichten von A nach B bringen und halt auch dem König. Dieser grüne Reiter ist allerdings stark verletzt und ja, aus ihm ragt ein Pfeilschaft raus. Und er schafft es gerade noch in Kerrigans Arme, ja, seine Botschaft zu überbringen, beziehungsweise ihr das Versprechen abzuringen, dass sie die Botschaft nun dem König bringt, weil diese Botschaft sehr, sehr wichtig ist. Er hat sein Pferd dabei und ja, wohl auch seine Tasche, wo die Botschaft enthalten ist. Und ja, was kann man einem sterbenden Menschen, kann man schlecht ein Versprechen irgendwie abschlagen. Und sie, so verspricht sie es ihm und sie bricht dann tatsächlich auch auf. Und sie merkt aber schnell, dass ja, diese Nachricht wohl so wichtig ist, dass sie verfolgt wird. Also muss sie sich irgendwie ziemlich schnell durchschlagen. Es ist ein ziemlich langer Weg bis zum Königreich, beziehungsweise bis zum Schloss, bis zum Sitz des Königs. Und sie merkt, dass sie so langsam ja, wahrscheinlich auch zum grünen Reiter wird, denn jeder grüne Reiter hat auch so eine Brosche und in jeder Brosche verbirgt sich halt auch eine magische Fähigkeit, die jeder halt grüne Reiter inne hat. Und sie begegnet auf ihrer Reise halt auch auf vielen neuen Figuren, ob die nun ihr gut oder schlecht gesinnt sind, das erfährt sie dann nach und nach. Und ja, es sind skurrile, liebevolle, bösartige Charaktere dabei, richtig tolle, ja, Handlungsorte und gleichzeitig erfährt man immer wieder, dass eine böse Macht hinter einer großen Mauer erwacht, die wohl da irgendwann mal vor Äonen von Jahren eingesperrt wurde, aber so langsam wieder erwacht und in der Mauer halt irgendwie Ritzen und bröckelndes Gestein findet, um dort vielleicht eventuell in den nächsten Tagen auszubrechen. Und keiner kennt mehr diese Magie, wie dieses Biest überhaupt ja, eingesperrt wurde, und man verlässt sich einfach darauf, dass diese Mauer das Böse fernhält. Ja, soweit zu diesen Büchern, und ja, ich habe richtig Lust drauf. Ich habe diese Bücher sehr, sehr gerne gelesen und viele, viele tolle Figuren kennengelernt, und ich freue mich irgendwann dann nochmal hin, ja, hinzukommen, aber im Moment ist das eher unten auf meinem Stapel, weil es eben so diese Hürde der Fremdsprachigkeit hat und weil ich halt einfach von vorne wieder anfangen müsste, die Reihe zu lesen. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt ja für dieses Jahr schon viele Projekte gehabt, Bücher neu zu entdecken, gelesene Bücher halt nochmal zu lesen, und ich kann mir gut vorstellen, dass es für nächstes Jahr vielleicht auf meiner, ja, auf meiner Liste stehen wird. Ich bin dieses Jahr schon wirklich gut vorangekommen bei diesem Projekt und ich kann mir vorstellen, wenn das weiterhin so gut läuft, dass ich das dann mir vielleicht für nächstes Jahr dann vornehme. So, und jetzt fehlt noch ein Buch, was ich euch in diesem Video zeigen möchte, und das ist, glaube ich, schon ja mit eines der Bücher, das am längsten auf meinem Sub liegt, und ich kann nicht so richtig verstehen, warum, weil es mich immer wieder sehr anspricht. Also wenn es mich irgendwie nicht angesprochen hätte, hätte ich das schon längst aussortiert, aber das ist wirklich ein Buch, wo ich richtig Lust habe. Und zwar ist das Das Lied von Mond und Sonne von Wanda N. McIntyre. Und ich glaube, das Buch gibt es gar nicht mehr neuwertig zu kaufen, sondern nur noch gebraucht. Aber mich hatte sofort, als ich habe das irgendwann mal im Buchhandel entdeckt, als es da lag. Und das hat mich sofort angesprochen von diesem Cover her. Und dann auch, als ich hinten drauf gelesen habe, es ist so eine Mischung aus historischen Roman und eben Fantasy. Das klingt richtig, richtig toll. Ich glaube, was mich immer so ein bisschen abgehalten hat, ist, dass ich habe da schon mal reingelesen. Ich habe da tatsächlich mal ein Try-A-Chapter mal gemacht und habe mich dann für ein anderes Buch entschieden, obwohl mich das auch total gefesselt hat. Und das war ganz knapp, dass das hier vielleicht nicht gewonnen hätte. Und für mich hat sich das so gelesen, als wäre es eher so eine Sommer-Fantasy, was ja eher selten der Fall ist. Und dann habe ich mir das immer für den Sommer aufgespart und dann war der Sommer auf einmal wieder vorbei und dann dachte ich, ja nee, im Winter will ich das ja nicht lesen. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt diesen Sommer zu lesen und vielleicht ist es ja auch gar nicht so sommerlich. Keine Ahnung. Ich lese euch einfach mal vor, um was es überhaupt geht. Versailles zwischen Alchemie, Magie und Wissenschaft. Der Hof des Sonnenkönigs ist in Aufruhr. Eine Expedition hat eines jener legendären Seemonster gefangen, die die Meere bevölkern. Die junge Marie wird mit der Pflege der geheimnisvollen Kreatur beauftragt. Je mehr Zeit sie mit dem Geschöpf verbringt,
desto stärker regt sich der Verdacht in ihr, dass sie es mit einem denkenden, fühlenden Wesen zu tun hat. Doch an einem Ort wie Versailles, der von Intrigen und Machtspielen beherrscht wird, ist es gefährlich, sich für die Wehrlosen einzusetzen. Die schönste historische Fantasy, die je geschrieben wurde, oder auch atemberaubend, exakt die richtige Mischung aus historischen Fakten und Fiktion, um wie jede gute Fantasy unserer realen Welt den Spiegel vorzuhalten. Ja, das sind so ein paar Werbesprüche hinten noch mit drauf. Ich finde, es klingt richtig toll und vielleicht auch, weil es auf dem Meer spielt, hatte ich irgendwie so dieses Sommer-Feeling, aber ich finde diese Mischung auch einfach richtig cool. Alchemie, Magie, Wissenschaft, Historisches und ja, dieses Seemonster, ich glaube, das einzige Bedenken, was ich da so habe, ist, dass es wieder so eine, auf so eine Romanze drauf zuläuft, dass dieses Seemonster vielleicht doch was Menschliches an sich hat und unsere Protagonistin Marie, die ja mit der Pflege beauftragt wurde, sich nachher in ihn verliebt. Also so, wie heißen das, von Tarantino verfilmt, glaube ich, ne? Nicht von Tarantino, Quatsch. Guillermo del Toro, nicht von Tarantino, das sind zwei verschiedene Ramona. Ja, da glaube ich auch irgendwie so ein Seemonster. Und tja, also da hoffe ich, dass es nicht so unbedingt drauf hinausläuft. Ansonsten habe ich da richtig Bock und das ist auch sehr weit oben. Würde ich mich freuen, wenn ich das dieses Jahr noch schaffen würde. Und da habe ich richtig Lust, vor allem weil das auch ein Einzelband ist, weil es in der Fantasy ja sehr, sehr selten ist. Ja. Und das war's für dieses Video. Ich hoffe, alle Fantasy-Fans sind auf ihre Kosten gekommen. Für alle war irgendwie etwas dabei. Ja, und auf den zweiten Teil dürft ihr euch natürlich auch noch freuen. Ich dachte, ich gehe mal wieder back to the roots. Und was heißt back to the roots? Ich bin ja eigentlich immer noch völlig drin. Und Fantasy ist immer wieder eigentlich mein Lieblingsgenre. Und auch wenn Horror jetzt so ein bisschen aufgeholt hat und ich auch gerne einfach diesen Mischmasch mag zwischen Fantasy und Horror, wird Fantasy immer ja, mein Herzensgenre bleiben. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was habt ihr noch so an Fantasy-Büchern auf euren Sub liegen und welche Bücher habt ihr vielleicht schon gelesen, die ich euch gezeigt habe? Welche soll ich vielleicht ein bisschen höher rutschen lassen in meinem Ranking beziehungsweise mein Lesevorhaben, was soll ich als nächstes einplanen? Schreibt mir das gerne, macht mir gerne ein bisschen Lust auf die Bücher. Vielleicht habt ihr auch Negatives zu berichten, das finde ich auch interessant. Solange ihr nicht spoilert, könnt ihr alles schreiben, was ihr möchtet. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!